Moin Leute und herzlich willkommen bei Anglerbau TV. Ich bin heute Morgen nach Kiel gefahren. Hinter mir steht Herr Fischutter und was wir heute vorhaben, verrät er euch jetzt. Wir wollen heute hier an der Kieler Förde ein paar Heringe rauszuppeln. Hinter uns sieht man die Hörnbrücke und dahinter ist die Schraube, ein beliebter Platz. Da haben die gerade eben schon ein paar Heringe gefangen. Und was wir heute auch noch machen wollen, wir wollen euch heute zeigen, was die 5 größten Fehler beim Heringsangeln sind, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Vergesst nicht, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und abonniert. Fehler Nummer 1 vom Heringsangeln ist, dass viele Angler viel zu große Haken verwenden. Sowas hier zum Beispiel mit Hakengröße 2, 4 oder 6 ist vielleicht für norwegische Heringe oder Makrelen geeignet, aber nicht für die Heringe in der Ostsee. Ich fische lieber kleine Haken in der Größe zwischen 10 und 14. Ich habe das Gefühl, dass die natürliche Nahrung der Heringe hier in der Förde oder in der Ostsee eher klein ist und deswegen stehen die Heringe mehr da drauf und da kriegt man viel mehr Bisse und viel mehr Heringe raus, häufiger eben Full House mit 5 Heringen dran. Wer große Haken fischt, der fängt meistens nur ein Hering oder 2 Heringe, während der Nachbar vielleicht dann 5 Heringe oder 4 Heringe fängt auf einmal. Also nicht vergessen, kleine Haken verwenden. Der größte Fehler ist, große Haken zu verwenden. Wie ihr seht, kleine Haken haben Erfolg gebracht. Noch kein großer Hering, aber der Anfang ist gemacht. Fehler Nummer 2 beim Heringsangeln ist das falsche Blei. Viele von euch kennen diese klassischen Heringsbleie. Die sind schon mal nicht schlecht, taumeln aber nicht ganz so schön wie noch flachere. Ich habe sogar teilweise schon Leute gesehen, die ganz normale Karpfenbleie benutzt haben. Die ja, sind natürlich dafür gedacht, weit zu werfen, schnell abzusinken. Das ist beim Heringsangeln suboptimal. Besser sind dagegen flache, teilweise Bleche sogar. Sowas wie in dieser Art oder so eine Blinkerart, die sind wesentlich besser, weil die viel langsamer absinken und schön taumeln. Dadurch können wir viel gezielter die Wasserschichten absuchen und die Heringe finden. Wenn sie natürlich dann da sind, geht's hoffentlich immer ratzfatz, bis dass die Haken voll sind. Ein weiterer Tipp, ihr könnt auch kleine Meerforellenblinker benutzen. Die sind ebenfalls gut und wesentlich besser als ja, die klassischen Heringsbleie. Gerade in diesen großen Ausführungen sinken die dann doch zu schnell ab und die Heringe haben häufig keine Chance, die Köder dann zu nehmen. Das sind die Bleche oder die Heringspilken. Ja, ich fische sehr leichte und breite, die langsam untergehen. Je langsamer sie untergehen, je länger bin ich im Heringsschwarm drin und je mehr kann ich fangen. Manchmal macht das Sinn, beim Heringsangeln wirklich voll durchzuziehen, weil die Heringe ganz weit draußen stehen. Dünne geflochtene Schnur nehmen, dass man auf Weide kommt und die Heringe draußen erwischt. Aber es macht nicht immer Sinn, weit draußen zu fischen. Und jetzt kommen wir zu Fehler Nummer 3. Viele Angler vergessen die letzten 5 Meter direkt vor der Spundwand. Weil Heringe nutzen künstliche Bauwerke ganz gerne, um dran entlang zu ziehen. Und deswegen macht das Sinn, direkt vor den Füßen, vertikal, mit dem Heringsvorfach eben, die Heringsfliegen ganz leicht nur anzuzupfen und den Nahbereich abzufischen. Und das hat mir ganz häufig schon tolle Fänge beschert, während die anderen Angler ganz weit draußen gefischt haben. Also Fehler Nummer 3, nicht immer nur weit draußen fischen, sondern eben auch direkt vor den Füßen das probieren, dann fangt ihr mehr Fisch. Fehler Nummer 4, wenn die Heringe beißen, solltet ihr auf gar keinen Fall anschlagen. Sowas, darauf können wir getrost verzichten. Wartet lieber noch 2-3 Sekunden ab. Häufig steigen dann noch weitere Fische ein. Nehmt die Rutenspitze runter und bleibt auf Kontakt mit dem Fischen bzw. mit eurem Vorfach. Die Rutenspitze runterhalten, ganz kontinuierlich weiterdrehen bis vorne zur Spundwand und dann das Vorfach samt Fische in einem Schwung rausholen. Kommen wir jetzt zum 5. und letzten Fehler, den man beim Heringsangeln machen kann. Sich vorher nicht zu informieren und uninformiert ans Wasser zu fahren. Weil häufig ist es so eben, dass zur falschen Jahreszeit, zur falschen Zeit die Heringe noch gar nicht da sind oder nicht in Massen da sind und man dann eben an der falschen Stelle vielleicht auch ist und dann keine Heringe fängt. Ein guter Tipp, wie man sich informieren kann, anglerbord.de gibt es im Forum unter den Posterzahlen jeweils Bereiche, zum Beispiel Posterzahl 2 gibt es für die Kieler Förde einen Bereich. Heringe in der Kieler Förde 2019. Da kann man immer schauen, was gepostet wird, was gerade gefangen wird
Und es ist halt eben super, um sich vorher zu informieren. Nicht nur für, Kieler, für den Kieler Raum, sondern auch für MacPom kann man sich vorher immer informieren, wo in der Ostsee Heringe gefangen werden. Also vorher immer gut informieren.